Hallo YouTube, Best of Kennst 5, du? Finale NC gegen Gaucho. Wir spielen mit Anurin und RB10 gegen Nikov, Mate und Black. Spielen hier Aggression und ab geht's. Wird eine harte Serie. Nili Pocket. Nili. Ihr Armen. Nili spielt FC. Eine gute Karte für FC, habe ich gehört. Oh, jetzt habe ich das YouTube-Intro vergessen. Ah, nochmal go back. Ja, wir machen. Wollen wir Pause machen, nee. Saven und ich starte mal 40 Sekunden später? Ja. Ich hol schon mein Board, das vorne steht. Haben wir schon alle Schafe gefunden? Nix gelenkt. Ja, auch. Ich schub's dir Rehe, LB10, okay? Okay. Warte mal, ich hab von dir wahrscheinlich zwei Schild. Nee. Oder? Na, ich hab alle. Also wenn, dann... Ja, wir würden zwei fehlen. Alle hier gefunden. Oh ja, Mann, ich hab einen Willost. Nimm die trotzdem. Du hast Willost? Ja, komm, ja, ist auf den... Wie hat Aggression gewechselt? Nehmen. Dem TC. Interessant. Egal. Hier gibt es zwei Schweine, Ando. Eine davon ist deine, eine meine, glaube ich. Siehst du hinten eins von mir, ein Bohr? Nee. Ich glaube, ich könnte mir eins vom Gegner klauen. Dafür brauche ich Loom. Ich bin gegen Inder Nico. Ja, das ist so voll und sie. Oh, meiner macht hier schon Lumber, wo meine Base hast zum Scout, dann können wir die Wild slamen. Ich kann kommen. Damit verfällt aber der, ich schubse Rehe für. Ja, siehst du hinten ein Bohr von mir noch ein zweites? Nee, ich kann aber mit scharfen Scout meine Wilds. Bitte. Ich schicke einfach meinen eigenen Wilds dahin und fighte das. Ah, sick, hätte ich da keinen Will verloren, wäre das ein richtig geiler Start gewesen. Ich habe ein Bohr von ihm. Ne? Ah, hier ist es, die Sau. Hier fighten. Dankeschön. Lili läuft vorbei, hier, hier, ab. Ich nehme das da jetzt, Lili. Da ist ein Scout von Nikov, ich weiß nicht, wo dein Kiez. Ah, doch, ich sehe. Hier ist noch ein Will. Ein blauer Scout ist Pocket, läuft bei mir rum, aber ist egal, ich hab Loom. Der ist weg. Da sind beide Scouts. Bald, wahrscheinlich. Ach, Haus. Naja. Blau läuft mit TC. Ich bin auch TC gelaufen. Verdammt. Blauer Scout fast lost. Oh Gott, war das schlecht. Also ich hab... Bei mir läuft's ganz gut, trotz Wildlast. Mir eigentlich auch, aber ich hab nochmal einen Scout gewastet bei Haus, aber sonst falsch. Er hat halt schon zwei Wild geschlossen. Ich chase Nikov Scout da hinten. Black Scout läuft in meiner Base. Okay, wenn du willst, kann ich Nikov scouten. Ja, ich lauf seinem Scout nach, nämlich. Ah, ich hab schon keinen guten Start hier. Kannst du mir dann xen, wo ich hingehen soll? Na, Loot hat dir, das ist fies. Also ein Scout, ich chase in deiner Mitte. Aber ist egal, geh, bleib bei ihm. Ich laufe jetzt Richtung zu ihm vorne.
An was für Ressourcen ist er dran und wo? Ich sehe hier Barista Gold. Mehr habe ich noch nicht gescoutet bis jetzt. Tishi ist hier. Ist er Gold dann da? Ist er dran an Barry und Gold dann an? Ich sehe nicht an Gold, nee, Doppelholzverlager hier hinten. Okay, dann werde sehr ich. Sehr kompakt. Dann mit Tauern, meine Dams, kann ich da Schaden machen. Sehr viel, ja. Vielleicht von hinten ein bisschen will rumfliegen und. Ich will es auf jeden Fall schon, aber ja. Okay. Ich komme mit Scout. Ihr Pocket spielt auch Scout, das Mongole. Ich bin damit mein Willen. Ich mach mal bitte. Ja, mauert hier schon. Macht ihr denn da Full Action oder was? Ja, schon. Dann mach ich hier Tower Aggression und alles, ja? Ja. Schauen, was Nico so machen kann. Vielleicht brauche ich gar keine Scouts von dir dann, oder? Also hier können wir richtig gut Schaden machen, ne? Okay, warum baue ich sie zu dir? Mana spielt Range. Ich bin jetzt mit meinem Scout weg dort. Komme zu Ando. Ja, hier ist der TC. Oh, hier können wir richtig gut Schaden machen. Okay. Ja, er ist mit 3 auf Gold bei seinem Starting TC, ne? Ja? Okay. Ich laufe damit, man hat Arms, hat jemand Pocket gesehen? Ja, hier ist Beeren und hier unten ist Holz. TC in der Mitte dazwischen. Defensiver Turm hier. Ja, ich glaube, ich kann schon Hilfe geben. Holz und Stein. Okay, ich bin beim Pocket. Ich hoffe, dass Nick auf mich chased. Kann mein Pocket gut Schaden machen. Kannst du mir da vielleicht ein paar Scouts nächsten hinschicken? Okay. Komm mal zum Pocket. Ne, lass erstmal hier hinten bei deinem Rusch noch Schaden machen. Ja, okay. Bin hier. Nico hat da 2-3 Archer, das kannst du killen mit 2 Scouts. Drei Archer hatte da ohne Fletching. Hast du Nili? Beschäftige den Pocket, verliere da ein paar Wills. Ja, geh einfach drauf. Wollte eigentlich nur das Storm. Pocket Scouts ist komplett zu Hause und chase nochmal mal. Oh, hier kommt Wills. Nice. Nili, pass auf, da ist ein Spear vorne. Okay, Pocket hat da. Ist zu Hause mit Low HP Scout jetzt. Okay, hier ist ein Pocket. Black ist komplett zu Hause. Hast du einen Spearman auch noch, Ando? Zu Hause oder vorne, ja. Vorne habe ich einen. Hier. So. Okay, und hier, da wollen wir irgendwie hin. Ja, komm mal. Ich laufe damit. Hier kämpfe ich gleich. Zu Hause bleiben, nie lieber. Ich bin hier im Wood. Army, wo? Bei Black, okay. Hier im Wood. Ja, okay. Dann laufe ich weg. Nili, was soll ich mit meinen Scans machen? Weiß ich nicht. Ando, ich komme, da kommt gleich seine komplette Armee aber auch. Boah, fuck, ja, er hat's angewollt. Was hat er denn? Ja, oh, fighten, Scouts. Fighten. Ja, ich bin da. Brauchst du ein Spielmann mehr? Ich soll ein Spielmann mehr bauen? Ja, ich bin ab, Jungs. Ja, cool. Da sind noch Archer von Nikov.
Ich hab das gehört. Ich hab alles verloren, aber ich hab 4-5 Scouts gekillt. Ich mach jetzt Quebec. Mach Quebec, ist zu viel Army dort. Okay, ich bin hinten bei Nikov drin. Hier können wir Schaden machen bei meinen. Ich hab das gehört, Sneedy X, wo ich hin soll. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich werde hier versuchen, ein bisschen noch was zu machen. Ich habe jetzt auch Kato. Da hat Nidia ein paar Archer, die kann ich ihn killen. Also Mitte hat sehr viele Scouts gewastet. Das klingt schon mal gut. Oh fuck, hier brauche ich ganz schnell was. Ah, fuck, zu spät. Für die jetzt alles egal. Ja, sorry. Ich habe bei Nikov ganz gut was Schaden gemacht. Ja, Nikov ist auch dort. Ja, ich werde gleich bei dir komplett aufräumen können, Ando. Da laufen ein paar Archer von Nikov rum, ich chase mit Skirms. Und ein paar Spears. Ja, perfekt. Bett aufräumen hört sich gut an. Aber jetzt kommen ja auch noch Scouts, fuck. In der Mitte killen, bitte hin, genau. Ja, oh mein Gott, ich wollte ihn so schon trappen. Ja, ich clear. Hier ist echt einiges. Ja. Langsam Hilfe. Machen wir hier zwischen zu, Ando. Oder mit Tor wäre gut. Ja, du bist ja ab. Ich habe noch kein einziges Feld gebaut. Hier aufpassen, du brauchst einen Spearman mehr. Da kommen, sind gleich 5-6 Scouts daneben. Okay, ich habe einen dritten da noch. Okay, wir können Go machen bei dir, Ando. Ja. Ah, okay, sind alle low. Okay, genau. Lass in der Mitte Druck machen auf die Mitte. Level 10, sehr gut. Ich komme da noch mit einem weiteren Ritter. Genau, Ando, du läufst einfach rum, versuchst mehr auf das Holz Druck zu machen. Da willst, kann man picken im Holz. Ich bin da. Du hast Husbandry, Ando, ein Idol. Komm mal zu den Wills lieber, nicht zu den Scouts. Nili. Was? Yep, bin da. Ich bin hier. Bin so oft haust, Alter. Können wir hier was machen? Ich hab Scrams, aber ich bin gerade am Pocket oder so. Ich bin halt noch nicht am Ab, also nicht nah am Appen. Ich weiß nicht, was Nikov jetzt macht, aber. Oh, Nili hier wäre perfekt. Ja, bin da. Nikov kommt da gerade. Ich bin mir einfach fokussen und dann, glaube ich, killen wir da eine Menge. Ach, Nili hier. Oh, jetzt zaubert ihr hier, können wir es echt gut verhindern. Pocket hat einen Tower. Oder wollen wir nicht zu Nikov gehen? Okay. Also ich bin safe, ihr könnt. Was? Mal hier ein bisschen weiter Druck machen auf seinen. Ja. Er hat Double Stable mit Camel spielen. Ja, wollen wir machen. Ich glaube, hier einfach weiter Druck aufs Gold machen. Ja, Camels. Ich habe da ein paar Archer. Wollen wir da Richtung hinlaufen? Ich glaube, das wollen wir. Da, auf den Hill. Bro, das ist ein Crossbow hier. Ah, er geht jetzt hier gerade auf mehr Holz. Okay, ich habe da meine Army am Hill, Nili. Hast du noch was? Ah, ich habe nur einen Ritter, habe ich nur, ne. Der wird abgedrückt.
Oder ich mach dann Expo. Oh Gott, das ist ein Abstieg. Ah. Ey, ey, bin ich später. Oh, ey, da. In die Nikov hat auch. Expose. Dashi spammt ein paar Camels. Könnten auch zu dir kommen. Ich könnte vielleicht Hilfe gebrauchen. Kannst du einen Monk bauen oder sowas? Monk? Nee, ich kann aber mit. Da hinten, die zwei, wäre geil, wenn. Yep, ich chase down, ich add a stable. Hier kommen Camels. Sollte okay sein. Da gehen wir gemeinsam drauf. Da vorne vielleicht? Okay, komm mal. Schon eine Menge Camels. Ja, wir müssen irgendwie besser gemeinsam kämpfen. Yep. Komm zu dir. Gott, ja. Sehr viele Camels und Knights hier bei mir. Oder früher oder später musst du vielleicht schon peeken tacken, Nili. Weil der Pocket wird ja auch. Man geht auf beide Crossbows, oder nicht? Ja, ja. Okay, ich gehe wieder raiden. Schöner Raid hinten. Hier ein bisschen wieder Druck machen. Und da vorne. Ich mach das vorne. Ich lasse dich alleine, bitte. Ja. Die Pocket baut halt auch Camels. Also es sind halt sehr viele Camels. Nein. Naja, passt. Ja, Rot ist ziemlich defeated. Ja. Zweite Mange wäre ganz gut. Ando ist ja, dann halt relativ wichtig, dass du nicht am Meer überkommen willst. Wenn du nicht komplett untouched dann lassen, nicht. Gell? Also best? Ja. Nikov. Ja, dann lass gleich Dick'n Go gegen Nikov machen einfach. Lass schnell das TC von Rot killen. Ich kann dann bald. Ach, du bist das, okay. Und noch kein Ballistics, aber. Ein bisschen zurück und du brauchst noch eine Mange mehr. Dann kommt schon. Ich hab echt. Alter, raidet mich da hinten immer dieser. Was die sie jetzt nehmen, oder gleich? Yep. Einen runter. Ja, die Mangel bitte. Achtung, bitte. Nein, ist er. Nili. Oh, Nili. Okay, genau, dann ist aber drüben Druck machen. Wollen wir jetzt weitergehen? Ja, genau. Einfach auf blau. Da holt er sich mein Kill.
Jetzt vielleicht eher Ram Ando, aber ja, lass einfach weiter, druck mal auf Blau. Nili, bisschen vor. Genau, hier versucht Rot gerade zu fliehen mit Wild. Schon ein ganz gutes Zeichen, würde ich sagen. GG. Nice. Ja, Frank Mitte spielt sich schon ganz saftig auf der Map. Ja, good job. Ich habe überlebt. Aber wir haben schon gut Schaden. Ich habe beim Pocket sehr viel Schaden gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ich kam rüber und bei Ando sah es schon ziemlich GG aus. Einfach schön zerberstet. Ja, er war halt schon Dark Edge gegeben durch die Landeaktion da. Ja, so, nicht so gut gebautes Lager. Ja. Nee. Ja, hast du gut gemacht. Für Will Lost bei 6 Pop ist es ganz gut gelaufen. Ja. Ja, ich glaube, jetzt nehmen sie uns ernst. Schnell Memstream aufmachen. Neely, what are you doing? Ah, ich war nur 35 Wills hinter Nico, das geht. Ja, oh, ich habe mich schon ganz gut gefühlt. Hat jetzt, glaube ich, auch so 6 Stelle am Laufen. Na gut, jetzt kommt Ihre Home-Up. Ich tippe mal auf Arabien. Wäre geil, wenn sie wieder Aggression picken würden. Arabia. 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 It's... Ja, ich würde sagen, bleiben wir wieder in derselben Konstellation für Arab. Okay. Das gerade schon so gut gelaufen ist. Tja, die endlose Frage. Malia, Maya, Inde? Ja, klar. Na klar? Malia, okay. What? Der LB-Ziff. Tank sagt Hunde statt Malia. Nee. Hunde, wenn Inder dabei sind. Ich spiele auch gern Maya, wenn andere Hunden spielen. Ey, du machst auf jeden Fall. Ja, das wäre auch die Option. Also, ich kann auch ganz gut mit Maya spielen, manchmal. wenn dann Nili wieder Rinder nimmt. Ich nehme das, was ihr dann sagt. Dann würden wir halt ohne Sling spielen mit den Sips. Auf jeden Fall. Hard Counter. Maya, Maya, Maya. Rogan? Auf geht's und see. Triple Maya, hit. Nelly V, danke. Nili Energy könnte vielleicht mal ein bisschen helfen hier. Nili Energy NC. Ja, Ando, sag, was du spielen willst. Wenn du Maya spielen damit willst. Damit wir weiterhin hier Aramin gegen Nikov vielleicht so eine Chance haben. Wenn ich zur Mitte bin. Also, was nehmen wir jetzt? Maya, Inder und. Mali oder Hunnen? Ja, der Hund. Den Hund deck ich so gut, wenn Inder dabei sind. Malia kannst du halt immerhin noch Camel spielen, ne? Ich finde Malia besser als Hunnen. Den Malia. Ich spiele manchmal so wie immer. Okay. Maya, also Malia und dann spielen wir mit Sling. Vielleicht, kommt ja davon. Ja. Je nach Situation, aber nicht unschlau. Also ich kann ja, ruhig in Late Feudal, dann nachdem ich Army gemacht habe, slingern, wenn es gut läuft. Jo. Da? Hunde spielen sich halt außen ein bisschen geiler, ne? Mit CA. Ja. Lass aber mal. Wenn der Camels auf dem Feld hat, also ich soll sag, ich Hunde nehmen? Nee, also ja, ich glaube eher Ando Hunde, LB10, ja. Maya, ich Inder. Sicher? Nö. Nee, also Hunde spielen sich echt nicht so geil, finde ich. Sobald der Inder im Spiel ist.
Ja, CA macht halt eine Menge in Castle Age, ne? Aber CA sind auch nicht jetzt nicht so Bombe gegen Camels. In Castle Age sind sie schon, wenn du viele gemasht hast. Oh. Ah, ich kann auch Hunde nehmen. Ich kann Maya. Ich kann ja notfalls als Hunde auslegen, ne? Ja, schauen wir mal. Oder Tarkane gegen Bunnies und Maya. Ich nehme Maya, da kann ich vielleicht auslegen. Ich mach Plumis. Fahren. Verliere ich wenigstens kein Willmann da geht. Hoffentlich. Hey, ich mag auch anders Hund. Von daher passt das eigentlich ganz gut, glaube ich. Erstmal lange damit gespielt, die Hunde. Also, das Posis stimmen schon mal. Stimmt schon, würde ich sagen, ja. Zweimal hintereinander. Ja, yeah, noch keine Schafe. Jetzt muss ich carryen, ne? Vor den Augen jetzt von Tanks. Ja, hier, heftigster Tanz, Dorfwunder gegen Schaf. Unvorstellbar. Das war wirklich, das war Paarungstanz vom Allerfeinsten. Das kenne ich. War wirklich so. Rechts, links, Malia rechts, Mongolen, links. Inder. Ja, okay. Aha, okay. Eieiei. Yeah. Schafe. Ich lauf mal vor. Jetzt hätte ich auch gerne Mongolen Scout. Sorry. I hope it's not too late to say that I'm sorry. Too late to apologize. Ich fällt yeah. Nili, help. Help. Max spielt doch mit oder was? No Tango. Schafe. Oh, ich glaube, ich habe die. Ich glaube, ich habe ein dummes Holzverlager gebaut hier. Naja, muss ich ein paar Dier lohnen. So, mir fehlen 4 Schafe, aber ich habe dem Gegner 4 gestohlen. Also, ich bin gegen Malia Mate. Gehst du auf Scouts? Ja, ja, klar. Schon Finale, ne? Kann man nochmal die beste Strategie spielen? Ja. Ist es okay, wenn ich auch Scouts in TA oder so spiele? Oder lieber Archer? Ja, ich kann ja, Beste ist halt. Beste ist halt Drush in 2CA, ne? Wenn du das kannst. Drush FC wird hart hier. Okay. Also Drush Archer CA, meinst du? Oder Drush FC? Ja, Drush CA, wenn es geht. Ey, das ist. Okay. Ja, naja, das ist dann nicht. Impossible! Ich spiele dann Straight Archer. Aber wenn Ando, lass ihn doch ruhig mit Scouts beginnen und du spielst dann Scouts zu mir, Niri. Ja. Okay. Wie schlecht lohnt es sich, die Mühle zu machen für ein Schafisch-Teil? Wie viel schlecht? Naja, du musst überlegen, du läufst halt nur eh 20 Mal, ne? Das heißt, die Wege sind ja nicht so häufig. Ich habe Nikov in der. Okay, das heißt, die haben Mongole Pocket. Ich habe gehört, dass Inder ganz gut gegen Mongolen sein soll. Auch gehört. Ein doppeltes Gerücht. Unser Mana ist da, so irgendwo. Boah, fast ans Gold gekillt.
Nicht zufällig zwei Schafe zu viel, nee, nee. Ich hab hier zu viel. Laufen beide in CC. Also beide gucken hier rum mit ihren Scouts bei mir im PC. Aber brauchst nicht schicken. Beide angehittet. Gott, zu spät geabt. Ich bin früh geabt. Also man hat da PC zwei Felder. Wird wahrscheinlich Scout spielen. Ich habe eine sehr offene Karte hier. Also aggressiv spielen wir gut von euch. Ja. Recht. Spät gehabt. Also du spielst zumindest Scouts, nee, die haben wir uns da richtig verstanden. Okay. Oh Gott. Was denn? Ah, hab hier falsche Gruppe gehabt. Und statt den Scout einen Schritt vorzuschicken, sind seit 6 Topf oder ein paar vorne von hinten nach vorne gelaufen. Hast du da einen Scout in der Nähe? 2 Screens entfernt. Er hat ein Low HP, will. Fuck, sie legen hier meinen Scout gekackt. Nevermind. Nee, 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 ich bin drüben bei Level 10. Oh Gott, ich hab meinen Loom. Ah, fuck. Fail. Ich glaub, die Mitte wird Scout zu mir spielen. Oh Gott, Titanic hier, sorry, Jungs. Okay, kannst du auch rüber spielen, dann wenn's dann. Hier sind 4-5 Wilds offen, ne? Ich habe ein paar 3 Wilds verloren. Ja, ja, läuft doch. Jetzt bei mir schon vorwärts Bias von meinen. Ah ne, die Mitte spielt vorwärts? Oder? Ich habe auf jeden Fall hier ein Mongolenspear bei mir schon am PC. Na, dann wird er vorwärts spielen, ja. Und dann spielt Nico vielleicht FC dahinter oder was? Ja, das Guard sind für FC. Okay, ich hab rot Scout gekillt. Ja, ich baue halt Archer, sagen wir dann, wo du mich haben willst. Also, ja. Boah, ich scout jetzt mal die Mitte. Also, ich versuche eher mal den Mongolen zu Hause zu töten dann. Ja. Ja, ist glaube ich ganz gut. Ja, er towert mich auch, ich hab halt leider vorwärts zu. Also, laufen Scouts auf der Map rum? Meiner wird wahrscheinlich Scouts machen, gell? Ah, hab ich nicht gescoutet leider. Aber er hat auf jeden Fall schon mal seinen Start-Scout verloren. Ich hab 2 Schafe gefunden, will die haben? Ne, schick mir bloß nichts hier, es ist Chaos. Ja, meiner ist komplett. Ja, und Walls die Hauser, also. Scouts, also die Double nicht mit Scouts und Ja, dann hilf du an und ich lauf zum Pocket dann, oder? Ja, ich bin auch schon im Pocket. Die werden halt auch zu dir laufen, Nidi, ne? Also die sind zwischen uns quasi. Nochmal, hat wer Scouts von denen? Na, Nikov würde irgendwann welche haben, ja. Okay, ich lauf da jetzt mit 5 Archern und Spear los. Nee, ich glaube, die werden dich doppeln. Ah ja, sind schon hier. Uiuiui. Brauchst du mich? Soll ich kommen? Oh, aber mit meiner Homebase irgendwie. Ich fang hier ein paar Wilds ab. Und er ist auf dem Spiel leider. Eben mit Fighten, mit deinem Scout. Ja. Ja, den will. Könnte vielleicht gleich ins Spiel kommen. Spiel, komm weg. Ich bin da, x mal Ressourcen vom Pocket. Ich hab 5 Archer. Weg, Nelly. Da. Komm weg. Hier, bitte. Hast du da auch was oder bin ich alleine? Ich hab 2 Scouts und er hat keine einzige Einheit dort. Also er ist forward, ne? Ja, fuck, hier sind also Nico forwardet hier einfach, ne? Nico forwardet und Black geht ganz normal auf Scouts von zu Hause. Also die spielen einfach ganz normal Standard. Ach so, ja, sorry. Natürlich, Nico ist da der. Okay. Der Flank, sorry. Ich renn hier mal drauf eigentlich.
wenn da was gehen konnte. Ich hab da nicht wirklich was, ich fight hier momentan. War da nur Echo? Ja, hier läuft sein. Nee, die reicht wieder. Kann halt auch slingen, ne, Nini? Aber. Kriegt ihr das was? Oh. Weiß ich nicht so recht. Ich bin hier mit meinen Scams. Ich will halt ungern vorlaufen, falls da Scouts kommen, ne? Ah ja, hier ist alles von denen. Von denen. Also ja, wenn dann. Also, ich kann halt nicht von der Seite angreifen, so lang. Ich hab da 10 Archer, brauchst du mich, Nibi? Sonst laufe ich vor. Hier unten, da kommt gerade was von denen. Okay, X, Nibi. Hier. Und TC. Und RB10, wir müssen hier angreifen. Und da sind Skirms. Von meiner. Hier, Nibi, wenn du was fighten willst. Ich kämpfe hier, ja. Nice, ich habe einen richtig geilen Fight genommen. Alles von meinem gekillt. Bin hier. Ja, da, Trap. Oh, hier sind die Wild. Erste Army, aber ist okay. Okay, ich sehe die Scam. Komm hin. Ja, ein Spiel man einfach killen, dann sind die Welt schon in Ordnung. Ja. Fighten. Ja, perfekt. Hier. Ah. Ja. Ich lauf da jetzt nochmal mit 10 Archern, soll ich gleich nochmal zum Pocket oder mal? Ich hit mal ein bisschen. Ja, Pocket. Der ist super offen. Ja, mein hat sein Gold gleich da. Okay, wir haben gut verteidigt jetzt hier. Ja. Ich gehe jetzt auf Gold. Ich höre jetzt auf, Scouts zu bauen. Ja. Können wir irgendwas teamballen? Hilft, wenn ich hier irgendwas zwischenballe? Nee, da ist Tower noch zwischen und. Ich mach dann Full Expo, keine Plumes, oder? Ich glaube fast ja. Er wird den gar nicht hier irgendwo bei dir wollen. Laufen wieder Archer. Ich bin bis dahin, bis zu meinem TC gewollt. Wenn du da und da, könnten wir ein bisschen wollen, ja. Ich hab jetzt bis hier. Ah, warte, ich kann mal bis hier zu machen. Vielleicht mit deinen Scouts noch vorkommen. Ich kann gleich Mark machen, wenn ich mir was hier. Oh, fuck. Wenn du noch einen Scout übrig hast, meiner hat ein paar, zwei, drei Scouts. Oh nein, meiner hat mich da gesehen. Hast du hinten nichts mehr, Nili? Hier kommen gerade Scouts. Zu mir? Ja, wahrscheinlich. Okay, brauchst du nicht chasen. 4 Scouts dort. Und die laufen mit dir noch um die Scouts, Nili. Ja. Ich hab gute. Echt. Bin ganz stolz auf mich, wie ich das Spiel spiele. Ist wirklich hart, viel Pressure. Wenig Fails. Klingt gut. Hier ist komplett rote Armee. Ja, ich weiß, da ist was gekillt. Ich lauf da mal los von zu Hause. Und die werden dann X-Bus sein. Ich hoffe, die sterben nicht am Weg. Aber ich kann sie mal zu Nikov schicken. Ando, okay, wollen wir deine Wills schnell an vorne? Wo vorne? Beim Tower. Sicher. Nikov ist, glaube ich, ab mit Kamels oder sowas. Nili, bist du ab? Ja, ich bin 90%. Ja, fuck. Bringt uns sie nicht, oder? Also, Lila wird nicht slingen, ne? Oh, boah, das ist ja eine Menge. 12 Expos, lauf zu Nico. Ich sammle bei dir RB10, dann können wir gleich zusammen da versuchen, ein Geld hinzunehmen. Oh,
plus 1 kurz. Fuck. Ah, LB10 hier mit dem Crossbow ein bisschen nach oben. Da kommt Knights vom Pocket. Wäre gut, wenn der Camel Support kommt, Nili. Zu Andre in die Base wahrscheinlich. Ah, ich muss erstmal zu Hause defenden. Kommt okay. Gerade dicker Go von deinem. Camel Support? Ja, ja, ja. Richtig hart. Oh boy. Ich habe keine Ahnung, wo ich Gold Knights habe. Bei mir jetzt in der Base. Ich habe Nico fast gekillt. Kannst du was schicken, Abitin? Ja, ich bin gerade vorgegangen wieder. Oh, fuck me. Ah, das ist schlecht. Okay, er geht hier irgendwie weg auf dumm. Ich hätte ihn zu Hause ein bisschen, aber... LOL. Wir können dich jetzt mit... Oh ne, du bist hier. Also Ando wird Camels brauchen. Ja. Oha. Ich brauche halt irgendwas gegen Crossbow auf lange Sicht hier. Ja, aber ich muss messen mal. Aber ja, ich kann Camels schicken. Die Frage, ob du irgendwann... gegen mich für mich verteidigen kannst du irgendwie. Ich für dich. Nee, nee, nee. Er wird 10 für mich. Ah nee, ich muss einfach noch zu Hause bleiben, sorry. Das wird nichts sonst. Also soll ich full auf Piken gehen? In meinen TC, Herr wird 10. Piken oder was meinst du? Was meint ihr? Was sind die Optionen? Piken oder CA? Die haben halt nice CA. Ja, CA, CA, CA. Boah, ich. Jetzt erst halt ab. Vielleicht. Wo sind die nicht, Nili? Ja, ich brauch. Sind nicht drauf, ne? Ich brauch da 20 mehr von dir. 5 kommen da nochmal. Na, beten wir mal. Ich krieg noch welche von zu Hause, aber warum? Was? Wie viele Xbox sind da? Ich hab's nicht gesehen. 35 so? 30? Okay. Ah, vielleicht 20. Lass mal hier gruppieren. Vielleicht kriegen wir ihn. Ich komme da noch jetzt von mehr mit da auch noch. Dann warten wir noch. Okay. Da ist er gerade. Ich sehe ihn. Jemand drauf? Ja, dann warten wir. Ah, warte auf die restliche Armee, dann können wir. Ja, aber geh schon drauf, dann kommt er nicht mehr weg. Jetzt. Jetzt Nili. Ja, komm mal. Sorry. Okay. Ando killt da vorne auch gut. Wir kommen zu dir, Ando. Killst du das noch? Genau. Ja, killen, ne? Oh, morgens hier. Achtung. Ja, snipe die morgens und ich bin da. Nice. Boah, wenn hier das die Kette stellen, Nili. Ja, ich kann da gleich mal mit Camels drauf. Dann kriege ich. Schick mal da einen Willen und mach das zu, wenn du kannst.
Ich werde meinen pushen, weil ich krieg gleich ab. Ich spiel dann Full Vantage hier auf Nikov oder so. Ich bin Plums. Das war nicht sicher, ob wir schon zwei. Hm. Schlimmer Fehler. Okay, du musst verlierst gleich deine Armee da unten an, du. Ja. Ich komme. Das kann man killen, Idi. Hier auch noch die. Achso, das sind die von Mathe. Geh mal rechts noch runter. Oh, zu spät. Ich versuche noch meine X-Kurs zu saven. Lauf den hier hin. Noch einige Piken da. Fighten, Idi. Alles lösen. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus, glaube ich. Da sind. Egal wie es ausgeht, ich finde wir spielen gut, Jungs. 12 Expos, 15 Expos. Komm. Mönch hier rechts. Einen. Hier Kampf nehmen. Ah, Rot ist auch da. Hast ich du da mehr Ando? Zuerst kann ich verschieben. Ganz ehrlich, ich glaube, ich kill das, oder? Ja, ich fighte auch mit. So, dann ich nehme an, dass ich meinen abräumen müsste, Early. Okay. Wieder? Ja, ich glaube, hier sieht es auch gut aus. Ja. Ich habe halt, ich bereite halt Rams vor, ne, dass wir die Distanz dann nehmen können. Okay. Ja, ich muss auch gleich mal irgendwie eben klicken. Ja. Jetzt hier auf CC. Wenn die Kampf. Okay, ich klicke jetzt ab. Können wir hier die Rams setzen? Ja, yep, kann man. Also ich glaube, ich rasiere jetzt komplett durch. Ja, mach. Und dann Markte auch ballern. Ja, ich hab die Ecke da bei mir. Da kommen gleich die Wilds raus. Oh, hier sind Knights. Okay, jemand noch eine Reliquie gesehen? Nee, nicht direkt. Ja, ich habe eine in deiner Basis gefunden, du Schlingel. Okay, hier ist eine Armee. Ein bisschen threatenen, aber keinen Kampf nehmen. Ja. Noch ein bisschen auf seine Stelle auch. Ja, ich muss erstmal mal kurz damit. Hier ist so eine Xbox-ID, trotzdem. Okay, ich kann nicht, soll ich die CDN-Arrows machen noch dafür, für die 6, 7? Lohnt sich ja, sicher. Lohnt sich noch. Noch alle Castle-Age. Okay, ich glaube fast auf Black gehen. Meine macht Malians Abas gegen Blooms. Auf Black gehen. Okay, zurück. Ja, lass den Hügel dort nehmen. Habt ihr ein bisschen Rest für Elite Plumes? Ja, dann jetzt fighten, oder? Nee, weg. Einfach. Ja, ich komm nicht. Oh, nee. Okay, ich dann fighten. Ja, ich bin da fast mit Plumes da bei euch. Ah, okay. Schon nicht so geschmeckt. Nee, war schlecht, aber passiert. Ja, Plumes jetzt da. Ja, oh, ich glaube, wir hätten einfach weg müssen. Ja, wir müssen einfach. Ich hätte einfach direkt weggehen müssen. So richtig. Ja, Quatsch. Vor allem, weil wir vorne sind. Ja. Naja, plus ich habe halt einfach 80% Upgrade. Ach so, mit dem Kampf. Ja, okay. Deswegen meinte ich doch. Ja, das war ich nicht. Alles gut, alles gut. Weiter. Könnt ihr gewinnen.
Oh, ich kill die hier mal. Ja, da, hey, das machst du doch. Ja. Lili drauf. Oh, okay. Schau mal, mach mal Trade oder Trade ja zu LB. Ich mach Markets bei mir da. Ja, dann komm ich durch. Aber schau, wenn du deine Ecke sichern kannst, wäre es sicher. Da drauf, wenn wir können. Ja, komm. Ja, weg, weg, weg. Boah! Machst du dann Palas andere nehmen? Ich dachte RCA, oder? Wenn Nili Kamis hat? Ah, ja, meine ich ja, ja. Okay. Meint er ja. Meint ich eigentlich nicht, aber. Boah, halt noch eine Weile, ne? Also Food würde ich immer nehmen. Naja, ich bin lange fern vom Poppenetz vor. Haben wir mal hier ein, zwei Wildkills gekriegt, würde ich sagen. Ich würde sagen, das Game ist over. Ja, lass noch runterspielen. Ist immer noch Mango da in ihm, ne? Ja. Na gut, ich habe Lieblings. Not too scared. Billy, schickst du mal die Kamille hier hin, bitte? Nächste Mission, die Reliquie. Oh, kein Chemie. GG? Ey, ich bin da hinten. Komm mal. Oh. Well played, Jungs. Das war stark. Das war krank. Wirklich, wie ich zwischenzeitlich unfassbar viel Pressure habe und irgendwie lief's immer gut. Oh, nice. Auch dann gegen die Crossbows von Rot nicht so viel verloren. Boah, hartes Game, aber echt gut gespielt. Auch gut kommuniziert, Jungs, ganz ehrlich. Ja, hat schon gebockt. Krank. Obwohl andere drei Wills instant verliert, aber. Ja, hat noch gereicht für die Kopf. Naja, aber ganz ehrlich, ja, oh, die, okay, mit der guten Kombination nehme ich nochmal zurück, ne? Dass irgendwie der Mongole eine Forward spielt, während Nikov auf Scouts geht. Ja, okay, ja. Gott. Gut, da musst du andere blamen dafür. Ich war irgendwie komplett verwirrt. Ich habe bei Nikov geguckt, dachte so, Dark Age? Kann ja nicht sein, dass der Tower und Skirms baut. Dann habe ich irgendwie beim Falschen geguckt, keine Ahnung. Naja, und ich gehe halt voll auf Lila, weil ich weiß, dass er nichts zu Hause haben kann, ne? Ja. Auch irgendwie mit Top 24 gehabt, ohne Loom, und dann haben sie mir drei Wills gleich gesnackt. Oh Mann. Ich bin auch ohne Loom abgegangen, aber ich habe halt alle zu Hause gehabt. Kann man mal machen gegen 2K5. Ja. Oh. Ich hätte auch alle 5 Reliquien gekriegt. Wie bitte? Ich hätte auch alle 5 Reliquien gekriegt. Und was mit der Unique Tag? Ah ja, ich hab doch. Ich glaube, ich hab 10 Steine in dem Spiel abgebaut oder so. Gepasst, aber ich würde sagen, wir machen es trotzdem so, oder? Gesprochen. Ja, jetzt. Unsere Trumpfkarte. Philipp HJS. Philipp HJS. Philipp HJS. Philipp Ayores. Ja, jetzt holen wir uns das Ding safe. Oh, wie spät haben wir? Oh, es war erst 22 Uhr. Läuft's ja. Ja, ich hätte gedacht, also ich habe jetzt mit dem Best of Five so 1,5 Stunden geplant. Ja. Oh, jetzt kommt Fiat schon wieder am Water Nomad gepickt. Oh mein Gott. Ja, das ist so geil. Perfektes Timing. Na dann, Jungs, macht's so weg. Schau nochmal zu. Jo, good job. Bis gleich. Good job, hallo. Hey. Jo, jo. Oder? Ich hätte gedacht, dass ich mit der 2-0-Führung hier hochkomme. Ja.
Keiner, glaube ich. Na gut, aber gar nicht so. Man hatte schon schwerere Games so die letzten Wochen. Muss ich sagen. Du meinst Heresy 3-0, Finnland 3-0 war schwieriger als das 3-0 heute. Ah, wir haben ein Spiel in der Gruppenphase verloren. Gegen. Ich dachte, ihr habt gedrawt. Gegen VN, ja, haben wir 1-1 gespielt. Ja. Aber ich meine, ein einzelnes, sonst haben wir alles zu 0 gewonnen. Ab der K.O.-Phase. 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. Okay, jetzt fahren sie nochmal eine Nummer größer auf. Ja gut, auf Fortnite habe ich noch weniger Angst, als ich auf Arab-Folgen habe. Also bleibst du dabei, ich krieg Portugiesen? Naja, oder Italiener. Portugiesen oder Italiener, also ich finde, weiß ich, mit Portugiesen kommt man einen Pop später halt ab. Und dann hast du Gold, kostet weniger Gold und du hast. Ja, aber so nach. Also ich habe, als ich letztens Italiener im 2v2 gespielt habe, war das Geile halt, dass ich so schnell castle und vor allem dann so schnell auch imp konnte mit wenig Eco. Und ich dann einfach die ganze Zeit auf Fireships geblieben bin. Aber gut, die Portugiesen Fires sind besser und kosten weniger Gold. Also. Kannst du nicht mal mit Florian zusammen casten? Haben wir doch schon mal. Es läuft nicht darauf hinaus, dass ich. Ja, ziemlich gut, glaube ich. Ich Heavy Feudal spiele und dann als Dinge? Oder als. Ja, man, nicht unbedingt, weil wir haben, wenn es dann. Also in Imp wäre so unsere Kombination, dass Nidhi Full Longboards macht. Ich mache dann wahrscheinlich Bomber Towers und Demo Ships und du machst Fire Ships. Dann wir von jeder Kategorie die beste. Von jeder, ja, genau. Und was ist, wenn ich Pocket bin? Naja, du kannst halt. Mili sollte schauen, dass er immer tendenziell weiter hinten dockt und wir. Also hinten oder in den Corner irgendwie. Und wir weiter vorne. Also schau einfach, dass du dein TC nicht. Sie zicken gerade ein bisschen rum wegen der Map, ne? Ja und? Kannst du die Regeln quoten? Nee, ich brauche keine Regelquoten. Er wird es halt einfacher für sie machen, ihr ja, Schicksal zu akzeptieren. Liga. Official Rules. Naja. Nur mit in den offiziellen Maps, oder? Ist drinnen, gell? Ja. Ich glaube, Nikov ist heute nur so lieb zu uns, weil ich heute über 1000 Dollar für ihn ausgegeben habe. Lalala. Das beweist aber, dass sie den Stream vorher nicht geschaut haben, ne? Wenn sie jetzt darüber sind. Bei mir hat gerade im Chat jemand was gequotet. Ah, Rise of Rajas, genau. Frickler hat das Falsche gequotet. Ja, Original Version. Ja. Und da ist es drin. Herr WC, du bist Host. Oh. Jetzt habe ich den Passwort gewonnen. So, Dala. Holen wir uns unseren ersten Titel seit. Nicht damit. Right. Ich weiß nicht. Also, ich habe noch nie irgendein Turnier gewonnen. Ich glaube, ich habe. RTS-Liga, glaube ich, habe ich 3 oder 4 Mal gewonnen. Mit Zu? RTS-League? Ja, mit Zu. Ja, es ist 42 Saisons, mein Bester, ne? Gibt's halt auch seit 2001 oder so. 2002. Früher habe ich das so als die Champions League gesehen.
Der erste Titel in der Geschichte Österreichs. Da ging es damit auch nur um Ruhm und Ehre oder gab es da. Nein. Und es gab noch Banner. Ja, die gibt es aber jetzt, glaube ich, auch. Also, wir haben eins bekommen für den letzten zweiten Platz, den letztjährigen zweiten Platz. Okay. ZR Water Nomad ist das. Geil. Oh, Pedro hier, der alte Historiker, sagt, für NC wäre es der erste RTSL-Titel. Na gut, dann. Na dann! Auf geht's! NC geht's! Vielleicht LWC und Philipp, wenn ihr ein bisschen Nili Energy im Chat spammen könntet, wäre das vielleicht mal. Könnte das vielleicht mal ein bisschen helfen hier. Aber du hast dir das Rack vorher von Tattoo angeschaut. Also ich habe vom Handy dir zugeschaut kurz und das hat ja krass gut ausgeschaut, die BO. Ich meine, nicht besonders schwer, aber. Naja. Von gut, Tattoo, aber es hat halt alles perfekt gepasst bei ihm. Ne? Er hat der FC als Wikinger gespielt. Ja. 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 12,50. Ich versuche mal unter 14 Minuten. The Moonwatcher, danke. Das ist Portugiesen, ne? Ja. Finde ich gut. Quicato ist auch immer nice. Ja, ist schon stark. Also wenn ich Mitte bin, mache ich trotzdem die gleiche Straße, nur halt suche vielleicht noch einen offensiveren Dock zu bauen oder so. Ja, und sowieso dann deine extra Docks, die du dann in Late Dark Age, Early Feudal baust, wenn du das 2-3 Docks machst, die sowieso alle nach vorne dann. Ja. Die kannst du auch ruhig mit deinem Will durch die Map gehen und dann in der Mitte von der Map einen Dock bauen. Und dann den Will vorne lassen und immer wieder Fischschiffe reparieren. Das ist auch ganz nice. Ja, da bräuchte ich mir fast Häuser. Jay, ne? Der nicht scrollen muss. Auf der Map. Genau, ja. Also unser Plan ist ich, FC Longboats. Philipp spielt Portugiesen, super viele Fire-Gallies und ja, der B10 spielt Chinesen mit Massiv-Demos. Wir haben uns verboten, dreimal das gleiche vorzunehmen. Gibt es kompetitive Games, wo man mit allen Technologien spielt? Nee, nein. Würde sehr viel von der Identität der Völker wegnehmen. Und dementsprechend von dem kompletten Spiel, glaube ich. FC Longboats, besser Pusserwein. Echt nicht so schlecht. Ha, Jungs! Ab geht's. Jetzt kommt die Skille sogar zum Lauschen rein. Oder man einen Stream schauen kann. Ach nö, einfach direkt wieder weg. Wollen wir nur schauen, was abgeht. Bist du nicht eigentlich bei Heresy? Heresy für ECL, NC bei RTS-Liga. Bei Jay und Pedro. Der Party-Channel. Party-Channel. Da gibt es danach ein Glas Sekt zum Sieg, damit wir anstoßen. Oh, Pedro, schaut euch an. Age of Wonders 3. Kurz Pause gemacht. Okay, ja, ich glaube, es ist sehr sinnvoll, wenn wir das hier einfach fertig machen. Ich glaube halt, Game 4 und 5 wird eine harte Nummer. Oh, gut, dass ich gemütet war. Ich glaube, es ist wirklich sinnvoll, wenn wir das hier fertig machen. Weil Game 4 und 5 wird eine harte Nummer. Glaube ich auch. No pressure, please. Nee. Du hast genauso viele Spiele gewonnen wie Nikov heute, Philipp. Du hast mich heute schon zu gut viel Liegestützen gezwungen auch. Ja, stimmt. Pro Niederlage, wie viele Liegestützen? 15? 17. 15 war letzter Monat. So viel habe ich in ein Best of 11 geschafft, ihn machen zu lassen. Nee, hat ja zwei Spiele gewonnen. Ja, ich auch, oder? Ich habe 6-2 verloren. Ich dachte, es war 6-1. Nach 1 Führung. Ah, 6-1, stimmt. Es war 6-1. Es war 6-1. Also habe ich nicht einmal so viele Spiele in Hülle Pariodes.
Na gut, mal Idle Will Button spammen hier. Genau. Und alle Fischer. Vier Nassen von der Minimap gegen Portugiesen. Oh. Natürlich Focus. Ich bin eher da. Ich gehe weit nach hinten. Ich gehe hier so hin. Dann geht Lieutenant ein bisschen weiter vor. Oh Gott, gelb. Macht's mal Dings Colors an. Ich gehe hier hin. Ich gehe da hin. Bin da. Ja, beinahe. Philipp, Fischerboote checken. Ja, die sammeln alle. What the fuck machen die da? Okay, ein paar mehr Häuser wären anscheinend gut gewesen. Also doch nicht so gut studiert, die Strat. Ach gut, echt. Also ich muss einfach nur loomen, kein LTC. Haus läuft. Snail, NC-Member auch. Der freut sich. Hä, hab ich nicht gesagt, ich will Mitte sein? Oh Gott, Philipp hat ja noch weiter hinten. Egal, Philipp, spielst du dir Fires, ich spiel allein. Okay. Ich bin mein 6er Fischer. Oh, der fährt wieder weg. In Dark Age das zweite Gebäude nicht vergessen, in Feudal Age die Mittel nicht vergessen. Und Häuser jetzt nicht vergessen. Ja, ich krieg nach dem Will ab. Ja, top. Ich geh ein bisschen später erst, weil ich Chinese bin. Kein Gold in der Nähe, ja, weit doch, ja. Ja. Willek. Da ist dann wahrscheinlich ich, auch irgendwo ein anderer Gegner. Ja, was, ne? Haben sie gepickt? Über Malier, Chinesen, Portugiesen? Kein Wikinger. Na gut, dann schaue ich, dass ich doch jetzt schneller abmühe. Also manche hat das sehr gut. Einziges Problem ist, dass ich halt hinter Nidhi bin, aber. Ja, passt schon. Philipp, du kannst dann auch ein bisschen so alle solltest Sachen ein Palisaden und drei Will sind nicht genug auf Gold für zwei. Ja, ich weiß, ich weiß. Obwohl du bist Portugiesen. Start geübt. Na gut, das von denen noch keiner Feudal, das ist aber langsam. Ich bin 80%. Dass die diese BO nicht komplett auswendig gelernt haben, wenn die Karte nicht mehr kennen. Dass die da nicht top vorbereitet sind? Ich glaube, ich könnte es fast F10 auch. Na, egal. Lieber nicht.
Philipp, schenk mal die ganzen Büffel näher bei mir ins Dorfzentrum. Ja. Und Philipp, auch ein paar Demos könnten nice sein, so early, gell? Ja. 2, 3, dass du wild killen kannst. Da unten wäre noch ein schöner Spot für einen Doc Nili, da sind 3, 4 Giebfisch dran. Ja, ich glaube, ich muss gerade Holz sparen. Aber ja, danke. Gott. Die Augen offen halten. Der Mann hat gewollt, da ein bisschen. Da ist Nikov. Ich spiele FC. Okay, ziemlich weit links alle. Dann baue ich noch einen anderen Dock drüben. Da ist Fiege, der hat... Ah, hier ist Nikov. Hey, Nikov war doch bei mir. Hey, Black, sorry. Da ist 4 Rocket TC. Schon kein Tarotbild. Bei mir läuft super. Genau, Philipp, ein bisschen weiter die Häuser auseinander, nicht so nah im Block. Dann haben wir mehr Vision, vielleicht sogar das Reichweite, das Sicht-Upgrade machen. Ja. Wir ziehen auch. Ich bin ab gerade, ich kann nicht. Da schauen, schön, ja. Der macht nur Demos, der Portugiese von dem. Er killt ja nicht einmal ein Schiff von mir mit, Anna. Na gut, der wird fast Castle Wasser spielen. Was haben Sie? Haben Sie Portugiesen? Ja, Pocket. Der macht dann Fuel. Können Caravels vielleicht machen. Nee, der ist voll Fuel. Okay. Nicht wasten, Philipp. Okay, meiner macht Fires, Fassgassen. Denke ich, werde das halten können. Ich gehe mal hinter Black Soulsline. Aber eigentlich hinter Rot geht auch ganz gut, ne? Okay, brauche ich mal Nahrung zum Abgehen? Nee. Ich habe noch kein Abgebäude, deswegen setzen wir gerade nichts bringen. Dann habe ich glaube ich schon. Okay. Ja, bei mir läuft es richtig gut. Lauert halt nicht mal Loom. Demo überlebt einen Demo-Schuss von seinem, weil ich Mage gespielt habe. Wie geil ist das? Achso, nein, er ist auch hier. Genießen, hier Raiden. Hier brauche ich ein bisschen. Ich bin voll bei meiner.
Jetzt ab. Ja, ich spiele dann voll Wasser weiter, nehme ich an, oder? Viele Fires. Oh Gott, diese Falten. Ein paar Demos wären ganz gut von dir. Ich hab da in der Mitte 3-4 Demos. Ich komm zu euch. Hey. Komm. Good job, boys. So, auf solchen Maps kann ich Nico killen. Nice. Easy! Sehr nice. Good job. Das war ja mal durchgefahren. Der erste Season bei NC trägt der Titel. Ach ja, Philipp, stimmt, seid ihr LAN. Ich habe 2 Anläufer gebraucht. Ah, und brauchen wir ein Siegerinterview. Mit Skittle und Pedro. Ja, geh mal runter. Soll die dann raufgehen? Top, die Herren. Geil. Nice. Ach, KD, 17-0. Hallo. Okay. So, ziehen wir Tanks auch noch rauf, nicht dass es alleine ist. Good job, good job. Herzlichen Glückwunsch. Ja gut, das letzte Game war jetzt nicht so. Naja, aber das hat aber... euch RBTV mehr Widerstand geleistet. Ja, das Araber war schon impressive, muss ich sagen. Also da hat zwei, dreimal gedacht, oh, das jetzt, da werden sie jetzt zusammenbrechen. Ich war auch überrascht. Aber gut wieder habt euch zurückgehustelt. Ist ja trotzdem auch in der Pocket einfach, ne? Macht einfach schon eine Menge aus. Und Franken-Pocket im ersten Game. Dann in der Pocket, das ist schon viel Glück, glaube ich. Ja, ja. Nur bei Water und jetzt hatten, ja. Lange Distanz. Ja, ja. Ah. Nice. So früh fertig. Well played. Max, bist krank. Du bereit für ein paar Games? Nochmal bitte? Bist du bereit für ein paar Games? Ich habe gerade gesehen, ich bin 9 Versionen hinten dran bei Bubli. Au. Oh. GG. GG. Das ist der erste RTS-Titel für NC. Ja. Nur mal aufhören zu spielen und schon läuft. Ja, die das war die erste Season. Der erste Season seit Volo Kingdoms. Davor haben sie noch AOC gespielt. Ja, davor gab es 44 AOCs. Ich glaube 41 AOC-Seasons und jetzt die erste. Ich glaube sogar eine AOK-Season, oder nicht? Ah, okay, vielleicht. Ja. Schau mal eben. Was soll ich denn jetzt hier sagen? GGs? Nee, ist schon Conquerors gewesen, aber... GGs? Thanks. Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Ah, da haben wir die RTS League Hall of Fame. Da muss doch irgendwo zu auch drin sein. Schau mal. AOL. Ja, auch. Nee, das ist schon Conquerors. Ja. Zuba, da habe ich vorhin auch schon gesehen. Villa zu zweiter Platz, zu erster Platz. Season 14 war der erste. Season 14 erst? Ja. CSI. Oh, da sehen wir. Season 10, zweiter Platz. Season 14, glaub, erster halt Platz. Seasons, ne? Wahrscheinlich ja, die hat zu alle gewonnen. Ja. GEC ist das? GEC ist ja. Auch deutsch, ja. Ja. War sogar mal, waren da nicht mal ein paar solide Spieler drin, oder? GEC war zwischenzeitlich mal der beste, beste deutsche Clan, oder einer der besten. GEC Gurke. Nee, GEC, nicht EC. GEC. Das war, da war Napoleon zum Beispiel.
Foda, CF, Senf. Oh, krass, richtig viele deutsche Teams. Fiction, danke. Hulk, dritter Platz, 29. Pietro hat zusätzlich mal bei Slipknot, ja. Max auch. Balkenschrei. Was machen wir? NC-Zone oder? Als wir da Dritter wurden. Ich glaube, ich werde es lassen. Ich muss noch was für die Uni machen. So, bist du? Ein, zwei Games wäre ich dabei. Oh, NC Pedro. Oh. Oh Gott, wir müssen erstmal hier Interview auf Englisch geben. Oh. Dann mach das mal. Du. GG's, ich bin mal aufhört. Passt, ich werde auch wechseln. Gut gespielt, kratzt und hat gebockt. Ja, ich melde mich in 10 Sohn ein. Bis gleich. Okay, also ich bin jetzt in deren Discord. Ah, da ist er. Oh, hello, hello, Nilly. So, okay, how are you feeling after your first NC victory for RTS League? Well, the mood was pretty good, for sure. We didn't really expect it, especially like we kind of had small hopes if Nikov wasn't playing. But we thought if Nikov is here, our chances were like 5%. So we heavily overperformed and are pretty happy. And how much preparation were you doing for the maps prior to the final? Because I saw you and Philip in rooms like a bunch of times today. Were you preparing the maps, taking a look at the stuff? Or against Philip, I just played some 1v1 Arabia warm-ups. But yeah, we looked through the maps, kind of knew the map pool. And I even watched the record of yesterday Finland against Spain to look at Tadros build-up of Water Nomad and... Yeah, we like discussed it for like 20 minutes, I'd say. Yes, because based on the games, it definitely had the feel that you guys were a lot more prepared just in terms of civ picks and strategies prepared on all the maps. And a bit blessed with civ positions as well, but utilized that to the full. What thinking coming into this game, being 2-0 up, and then Fiat suddenly enters the room? Yeah, well, we didn't fear Fiat at all. Like, we, after they kind of tried to avoid playing this map, we felt super confident. Like, we knew our build-ups were good. We didn't lose any competitive games on Water Nomad. So, yeah. Them clearly trying to avoid this map showed us how underperforming they probably should be. And that was clear just by the fact that they didn't pick Vikings, which is such a crucial civ pick on this map, because the longboats just kill everything. Yeah, everything. Absolutely. Like, obviously, like yesterday, we just had Spain against Finland, and Tedo just owned Finland there. And apparently none of them saw that, which is kind of weird. I know a lot of the World Cup games have been played on Water Nomad, so it's very interesting for them not to have seen any of it. Very common map over the last 2 weeks with the final stage. And it was an ECL map as well. Like, or not ECL, but Escape Gaming Tournament early on. And I imagine you've got similar maps later on in the ECL in the South, similar map coming up. This is your first gold title, I think. You've got a few silvers, first bronze, is it? Well, for NC, yeah. I won like two or three earlier ones with two. Like, we just tried to look it up. Like, it had to be like season 10 to season 15. Two had to have some wins. And yeah. So it wasn't the first RTS title, but the first RTS title in quite some time and with probably a way less dominant team and very happy performances, like beating Heresies 3-0, beating Finland 3-0, now Gaucho 3-0. This is like way better than we expected. It's clear this season that you guys have just had total dominance over
all the teams based on 3-0, 3-0, 3-0 in the round of 16, round of 8, quarterfinal, semifinal, final. That's, I'm not sure any other team really has done that, so that's pretty impressive. And especially, you're playing in some pretty solid teams as well. I mean, 3-0-ing us in the quarters, Finland especially, like after them beating Spain, showing some true class, and then winning the final 3-0. So, yeah, nice games. Very well played, well deserved. Yeah, thank you so much. We are pretty happy, and as I said, we didn't expect the result at all with that lineup. Oh, good job. And you're still a traitor for not playing with Heresy, but that's a minor. Well, I asked you, and you said it was fine. I said you could play with Heresy, but you're still a traitor. Don't worry. It's okay. Yeah. So, thanks, and all around. See you next season, I assume. Yeah. See ya. Okay, war abruptes Ende. wie gesagt, ich habe einfach nochmal gesagt, so, wir dachten, dass wir eher nicht gewinnen würden, gerade bei dem starken Lineup, was die Gauchos hier aufgefahren haben. Und ja, dass wir echt ganz, ganz happy sind mit unserer Performance. Genau, das war gerade Melkor, einer von den Brüdern von den Heresy-Jungs. Matthias. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr das natürlich auch machen. Tut mir leid, dass wir es gerade ein bisschen unterbrochen haben, aber die meisten von euch verstehen ja Englisch und jetzt können wir auch wieder ein bisschen zurückfahren und jetzt kommen Saisonspiele und Tato hat sich sogar auch eingeloggt, vielleicht um ein bisschen Water Nomad mitzuspielen. Tanks ist dabei, Pedro, Philipp Ayodes. Wird schon keine ganz gute Top-Partie werden hier. Können wir einen kleinen Blick drauf werfen? Jetzt können wir nochmal wieder ein bisschen lauschen, wie hier die Stimmung im Teamspeak gerade ist. Ja, dann bestell dir mal eine, wa? Tattoo ist eingeloggt. Preisgeld gab's ja, nicht, nee. Aber Prestige, was deutlich wertvoller ist als Preisgeld. Geht auch. Was soll das denn heißen? Spieler und Pedro eingeloggt, ja? Okay, dann war es Timotheus. Für alle Leute, die mich mal gerne treffen würden, oder Viper, MBL, Leary, der Maisred, der gerade im Chat ist, vielleicht sogar Pedro, Andorin und so weiter, es gibt ein großes Meet and Greet. Im Februar zu NAC 2. Und vielleicht wollt ihr da vorbeikommen. Es gibt außerdem Public Viewing am Samstag und Sonntag. Kompletten Halbfinale und Finale könnt ihr euch da anschauen. Und abends mit den Leuten schnacken, Hände schütteln, Autogramme, einfach ein Bierchen trinken, wonach es euch beliebt. Meldet euch an, damit wir wissen, damit ich weiß, mit wie vielen Leuten ich planen kann, soll, muss. Nicht dieses Wochenende, im Februar. Zu Nelis Apartment Cup. Trinken für Nili hilft mir natürlich auch, genau. Wenn wir ein gewisses Maß an Umsatz haben, dann muss ich keine Raummiete zahlen. Ich wollte nur mal ein Pedro-Autogramm, geht vielen so. Parkplätze ist dort nicht so gut, ne. Das ist direkt auf der Reeperbahn. Komm am besten mit den Öffentlichen. Gibt es noch Infos zu Talk of the Empire? Sehr wahrscheinlich 19. oder 20. Dezember. Das ist gerade die Termine, die wir ins Auge fassen. Zero Empires und T90. Flug München-Hamburg nach 75 Euro. Hin und zurück. Schmeckt.
Man kann dort auch irgendwie parken, aber es ist halt nicht so gut. Dafür, dass du den ersten Win für ein CSRTS geholt hast, Smiley Face. Skittle, gerne. Und ja, Skittle to Nation geht natürlich auch komplett in den NSC 2 Prize Pool. Habt ihr auch Autogrammkarten? Nö, aber du kannst ja ein schönes Nilpferd ausdrucken, einlaminieren und dann unterschreibe ich dir das. Ja, Fired Out Bromance wird nicht stattfinden, das stimmt. Bonn nach Hamburg. Ja, Zug bis zu 4 Stunden da, ne? Geht schon klar. Ja, Zug, hä? IC ist doch richtig nice. Weiß nicht, was du hast. FWB lockt sich sogar ein. Jetzt haben wir es aber richtig am Start. Was sagst du zur Performance von LAN und in LAN? In Tati versus Max und Rubenstock. Ja, ungefähr wie ich es erwartet hätte, ne? Ist halt einfach nicht so der Teamspieler, der dann clever auf ungewohnte Reaktionen oder Situationen reagiert. Ja, genau. Skittle war aus München da. Einige kommen aus. Die Caster kommen aus Australien und USA, einige andere Leute kommen aus den USA, Spieler aus Argentinien, einige Fans aus Spanien, Schweden, Norwegen. Also, da gibt wirklich nicht viel Sinn zu sagen. Bonn ist zu weit. Kannst du den Google Doc Link nochmal posten? Habe erst gerade zugeschaltet. Da ist er gerade. Tapebot hat ihn gerade gepostet hier an der Seite. Hat das Gefühl, dass er die Tipps von Tali ziemlich schnell umgesetzt hat? Ich habe es natürlich nicht auf Spanisch gesehen, ne? Würdest du dich als clever beschreiben? Ja, ist halt schwierig, ne? Ich bin schon da kritisch. Jedes Mal, wenn ich einen Fehler mache, denke ich so, wie unfassbar dumm bin ich denn? Aber mach schon eher mehr richtig als falsch, ne? Schwierig zu sagen, wo man die Grenze zieht. Fährt jemand aus der Schweiz nach NSC? Sehr wahrscheinlich, ja. LAN ist besser als ich, ja. Herr Back T, oh Gott, das mit dem Visum, das macht echt uns eine Menge Probleme. Jeden Tag kommunizieren, irgendwie Quatsch. Jetzt muss ich meine Steuererklärung einreichen an das Amt, damit irgendwie die finanzielle Absicherung von ihm geklärt ist. Und Steuererklärungen von mir sind natürlich richtig Quatsch, ne? So, Steuererklärung 2016 habe ich halt so 40.000 im Poker verloren. Das ist natürlich jetzt nicht das Richtige, was ich da unterlegen kann. So, ja, hier, ich kann verantwortungsvoll mit Geld umgehen. Naja. Echt schade, Mann. Ja, keine Ahnung, wie wir das vernünftig hinkriegen. Sinnappel, wäre sehr schön, wenn du vorbeischaust. Fände ich sweet. Ja, mit 40.000 kann man ein paar kluge Sachen machen, ne? Ah ja. Und ich glaube, zu dem Visum, naja, wir haben noch so knappe 8 Wochen, ne? Sollte schon passen. Bin immer noch hin und her gerissen. Meine Familie wäre echt sauer, wenn ich an dem Wochenende nach Hamburg fahre. Neue von mir suchen. 40k oder wie man in München sagt, 1 Quadratmeter. Ja, München Mietpreise. Ich habe neulich die Statistik gesehen, für wie teuer einzelne Zimmer in München für Studenten sind. Und ich glaube, es sind so 610 Euro in München auf Platz 1
Und auf Platz 2 sind 480 Euro für Frankfurt. Schon kranker Sprung. Nikov braucht kein Visum, weil er die italienische Staatsbürgerschaft hat. Danke, Nili, super Tipp. Gerne. Deswegen bin ich hier. Stellt mir Fragen. Müssen nicht immer eine Age of Empires oder Pokerfragen sein. Einfach auch so Lebensfragen. Ich kann euch dabei helfen. Bisschen Live-Coaching. Bis wann muss man sich anmelden? Theoretisch muss ich nicht anmelden, aber für mich ist es natürlich sinnvoller, umso früher du es weißt, umso besser kann ich planen. Ja, mit Nikov, dass er Italiener ist, macht das schon deutlich, deutlich einfacher, ja. Kannst du mir Kopfrechnen beibringen? Ich, wow, ein bisschen, ne? Erste Sache, die du bei Kopfrechnen wissen musst, ist, jeder kann gleich gut Kopfrechnen. Es dauert nur unterschiedlich lang. Und alle Kopfrechnen-Sachen, die du im Leben brauchst, wirst du können, wenn du fähig bist, hier einen Satz im Internet einzutippen und eine Frage unfallfrei formulieren zu können. Wenn du das Wissen hast, dass es einfach nur üben ist, hast du schon ein viel besseres Mindset. Und dann ist es, ja, die Frage so, was jetzt dein, was du genau lernen möchtest, ob es jetzt so das 1x1 ist, das 1 plus 1, ob es jetzt einfach nur ist so, ich weiß nie genau, ich lege mal einen Hunderter hin und hoffe, dass mir die Bäckersfrau richtiges Geld zurückgibt. Müssen wir dann schauen. Aber ja, klar, vielleicht machen wir mal eine Nili-Coaching-Session. Einfaches 1 plus 1. Gibt es auch welches Veganes zu essen? Wo? Hast du eine Ahnung, wann ihr Sonntag startet? Kann ihr erst Sonntag aus Köln anreisen? Ja, steht in der Datei. Irgendwelche Ratschläge für mein anstehendes Referendariat? Oh Gott! Also ich habe ja auch mein Referendariat abgeschlossen. Ne? Also ich nehme mal an Lehramt, nicht Jura. Nimm dir nebenbei keine anderen Projekte vor. Stell dich darauf ein, dass es emotional Belastung mit sich bringt. Und geh am Anfang zu allen Infoveranstaltungen. Ja, das sind so meine Ratschläge. Jetzt eine NRW-Fahrgemeinschaft. Frag einfach im Discord nach Organisationen. Es werden eine Menge Leute aus NRW kommen. Vegan ist bei dir am Meet and Greet. Am Meet and Greet wird es jetzt nicht unbedingt Essen geben, ne? Das Meet and Greet findet ja in einem Club auf der Reeperbahn statt. Und das Meet and Greet, also so das Turnier bei mir zu Hause. Bei mir zu Hause wird es natürlich auch veganes Essen geben, ja? Bei dem Meet and Greet werden Getränke dort zu kaufen sein. Essen gibt es halt ganz viele Sachen dort in der Nähe. Vegan, also du kannst natürlich dir einfach was Veganes liefern lassen. Bier ist vegan, sagt Skittle. Obwohl das nicht ganz stimmt, wenn du Ratsherrn trinkst, dann ist das vegan dort. Astra ist zum Beispiel nicht vegan. Für die Hardcore-Veganer. Genau, der Kleber. Bei Astra ist zum Beispiel nicht vegan. Beim Logo. Meet and Greet Open End. Ich habe mal den Club bis 5 Uhr gemietet. Ich hoffe, das reicht. Ich habe hier lange nicht mehr auf den CSO geschaut. Haben wir da eine Losung? Ah, das andere Spiel hat geendet. Haben wir jetzt schon 13 Leute eingeloggt. Das heißt, wir kriegen gleich noch ein dickes Teamspiel zur guten Nacht hin. Müssen mindestens so bis 23.40 Uhr streamen, damit wir ein gutes VOD hier zusammenstande kriegen. Habe ich eigentlich E-Beep oder App-Eep gedankt für den Sub? Ich glaube nicht. Danke dir. Trinkst du Alkohol? Ja. Aber ich trinke halt sehr selten Alkohol. Ich bin halt nicht dieser so, ich treffe mich mal auf ein Bier
Alkoholtrinker, ne? Dann trinke ich eher nichts. Und wenn ich dann feiern gehe, dann gibt's 6 Bier und 8 Cuba Libre. So, dass ich dann auch wieder 2 Tage danach nichts mehr trinken kann. Ja, das heißt, ich würde sagen, ich trinke vielleicht mal alle 6 Wochen extrem. Also jetzt zum Beispiel am Freitag hatte ich also Familienquatschi und da war mit meinem Cousin, war mein Cousin hier, mit dem ich mich sehr gut verstehe und wir waren halt dann bis, glaube ich, 8.30 Uhr im Club oder sowas. Oder nee, wir waren 8.30 Uhr zu Hause, also bis 7 Uhr oder so, 7.30 Uhr oder sowas im Club. Und ja, halt, weiß nicht, 22 Uhr angefangen, zu dritt anderthalb Flaschen rum und dann Bier und dann dort weitergetrunken. War schon saftig. Naja. Lieblingsessen, Caponata. Es ist ein sizilianischer Auberginenauflauf. Dann schneidest du Auberginen, frittierst die, karamellisierst Zucker in der Mitte, rote Paprika, Pinienkerne, rote Zwiebeln. Ist so meine Herangehensweise dabei. Ich zeig mal ein paar Bilder. Wo haben wir denn mal, wie ungefähr meine aussieht? Ich gehe so in, kann man halt zu Pasta essen oder auch auf Brot. Wie ihr hier seht. Haben wir mal ein gutes Bild davon. So ungefähr sieht das aus. Weil das sieht eher nach angebraten, nicht nach frittiert aus, ne? Von der Form der Aubergine. Da, das so ungefähr. Genau, hier ist zum Beispiel, das ist sehr tomatensoßig. Ja. So in die Richtung. Das ist eher mit. Da wurde Passata sogar genommen. Ich mach's mit gehackten Tomaten. Ja, es wurde übrigens gelost. Wir haben Guten gekriegt auf Arabien. Nicht so happy damit. Und Lieblingsküche von mir ist die italienische. Wir spielen mit Tanks, Pedro und Anor gegen Tato, Philipp, FEB und Empathy. Ich tipp mal ohne schlechtes Gewissen auf den Gegner. My personal favorite, danke dir. Welcher Rum? Wir haben Captain Morgan getrunken. Senfland-Shirt? Ja, genau das. Die kämen immer hinterher, wenn du im Browser warst. Ist komisch, ne? Ich weiß nicht genau, was das Problem ist. Ja, indische Küche bockt schon sehr. Auf ein Unicorn, reingehauen. Hast schon mal einen guten Tequila getrunken? Also einen echten mexikanischen? Nee. Ich habe halt diesen klassischen mit dieser kleinen Mexiko-Hut-Ding getrunken, ne? So, die 12-Euro-Flasche. Es gibt auch guten Rum. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich guten Rum wertschätzen kann, wenn ich jetzt hier massiv Cuba Libre noch Cola reinmache und Limetten und sowas. Ich glaube, das ist nicht so wichtig, wie gut der Rum jetzt wirklich ist. Moin, ich bin eigentlich hier, um AOE zu sehen. Wird gleich noch gespielt? Ja! Kamshin 0815, tut mir leid, wir hatten gerade ein langes Turnier und haben uns darüber eine Weile unterhalten. Jetzt wurde ein neues Spiel gelost für uns und wir starten in den nächsten 3-4 Minuten. Und ja. Age of Empires.
wird dir noch gezeigt. Ach, Grog mag ich zum Beispiel gar nicht. Ach. Die Tippstatistik in der Zone. Ja, alle gegen Pedro, ne? Ah ja, normal. Kein einziger für uns. Und so 10 aufs gegnerische Team. Das ist schon eine harte Kiste. Würdest du behaupten, du bist, wenn Twitch aus ist, sogar drauf wie vor der Cam? Nee. Bin meistens nackt. Nee. Also natürlich rede ich viel mehr. Ne? Und ich bin ein bisschen politisch korrekter. Also ich mache viele, in meiner Freizeit mache ich viele homophobe, rassistische Witze, weil ich interagiere mit Menschen, bei denen ich weiß, wie sie es nehmen. Aber hier, das ist natürlich mein Beruf und eine gewisse Medienpräsenz und ich will Microsoft-Turniere haben, bin ich halt deutlich politisch korrekter als im echten Leben. Ja, ich glaube, das ist der große Unterschied. Ansonsten bin ich relativ ähnlich. Ich bin halt wahrscheinlich deutlich zurückhaltender im echten Leben als auf dem Stream. Also viele Leute, die mich... Ich habe überraschenderweise, obwohl ich praktisch hauptberuflich rede, bin ich jemand, der ein sehr geringes Redebedürfnis hat in der echten Welt. Und Leute, wenn sie mich kennenlernen und ich einfach so 20 Minuten in einer Runde sitze, kein Wort sage und dann fragen, was machst du eigentlich? Und ich meine so, ich kommentiere hauptberuflich. Und sie so, musst du da nicht reden? Und genauso ist, wenn Leute mich nur aus dem Internet kennen und ich dann in eine Runde komme und einfach keinen Bock auf Smalltalk habe, ist es halt auch komisch. Röchel, willkommen. Ich wink dir. Jetzt kannst du mich sehen. Ja, politisch inkorrekte Witze. Gab schon ein paar, wo ich krass ins Lachen gekommen bin hier auf dem Stream. Und auch einige Male, dass ich Leute gebannt habe, dann gesagt habe, hier, tut mir leid, ich find's witzig, aber geht nicht. Es gibt eine Welt außerhalb von Twitch, habe ich auch gehört. Pedro ist mein Zweitlieblingsmensch im Teamspeak, mit ihm zu spielen. Bei ihm kann alles schlecht laufen und er lacht trotzdem richtig viel, richtig gut gelaunt, witzig. Leider richtig kacke inzwischen. Aber mit ihm konnten wir mal richtig gute Teamspiele machen. Jetzt ist er natürlich richtig raus. Lange verreist in Südamerika und hat jetzt noch nicht das Pensum wieder richtig angekurbelt. Was für politisch korrekt. Wenn man Leute nicht beleidigt, ist es anständig und nicht politisch korrekt. Ah, so funktioniert es nicht. Wer ist denn deiner Lieblingsmensch im Teamspeak? Schein. Zu Schein. Leider auch mit seiner Freundin. Südostasienreise. Grauenvoll. Absolut grauenvoll. Das war der, der das erste Auftaktmatch beim NEC 1 mit mir kommentiert hat. Und wird auch so 6-7 Tage NEC 2 am Start sein. Ja. Na, mit Jordan habe ich nicht so geklickt im Team Games. Nee. Ich glaube, wir verstehen uns menschlich besser als im Spiel. Wenn man über Juden, Schwarze, Nazis, Muslime, Veganer, München-Fans keine Witze macht, ist man da nicht rassistisch, weil man bestimmte Gruppen ausschließt? Nee. Weil zum Beispiel München-Fans ist ja keine Rasse. Zoomstock mit Schein. Oh, war es nicht schön. Diskriminierung und Rassismus sind zwei verschiedene Sachen, ne? Aber ja, ich kenn die Argumentation. Kevin Kurani sagt, München-Fan ist eine Krankheit. Eieiei.
14? Okay, ab geht's. Ich unmute mich, von daher werde ich jetzt ein bisschen weniger Chat lesen, werde ein bisschen mehr mit denen interagieren und versuchen wir nochmal einen guten Sieg zum Abend zu holen. Dann bin ich motiviert, sogar noch weiter zu spielen. Schauen wir. Schauen wir, wie dann die Stimmung ist. Hallöchen. Moin. Hey. Hallo. Pedro. Ja, irgendwie bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, der den Stream nur Blackscreen hat, wenn ich so den Chat vorhin richtig gelesen habe. Ja, ich kann deinen Stream auch nicht öffnen. Ich auch nicht. Also es ist komplett Twitch, also alle Streams kommen einfach nur noch schwarz. Okay, wieder. Very weird. Sollte ich mal besser nicht refreshen. Welche Arab-Map haben wir denn? Dry Arab. Ja, guck mal, natürlich unbedingt die Map, die uns liegt, glaube ich, hier als Team. Ja, die Arabia-Spezialisten. Ja, ja schon wieder. Gegen Moment, würde ich sagen. Ja. Philipp FEB und Tato wird schon haarig. Was ist da der Unterschied? USA? Keine Ahnung, ich habe jetzt einfach hier Dry Arabia genommen, weil irgendeinen, den ich gefunden habe. Irgendwas, ja, passt schon. Baby Holiday. Ja. Seit Mai. Okay, Tanks, bist du glücklich, dass wir Hunden genommen haben vorhin bei Arab? Ja. Auch wenn er mit Weg 3 Wills gewastet hat. Was so weh getan hat. Nochmal sagt, dass sie 3 Wills gewastet hat? Ah, ja. Er hat einfach kein Loom gemacht, ist ohne Loom gehabt und dann wurde er geforwardet. Und direkt 3 Wills verloren an dem Bär. Jedem Krieg. Ah ja, ich glaube, Hunden sind einfach besser, weil die haben, keine Ahnung, man hat mehr Optionen, mehr Mobilität. Malia Eco ist schon einfach brutal gut. Malia. Schneller abnehmen, ne? Das ist halt, wenn du gegen den Magier bist, das ist halt viel weniger, als wenn du Hunde wärst in der Position. Das ist mein Bedenken. Naja, Maliat hat immerhin Kamele. Aber die Eko ist halt ganz gut. Maya. Du hast keinen Counter gegen Plums. Du hast... Und Hunde hat Cem? Jetzt eben die Talkanne. Die haben 4 Rüstung. Das heißt, die Plums machen nur 1 Damage. Ganz ausgebaut. Das macht schon sehr viel aus. Ja. Ja, es ist halt hart, erstmal auf die zu kommen dann, ne? Ja, es ist halt nur die lange Sicht. Weil das bis Ritterzeit geht, ist sehr wahrscheinlich und da sind die Ziels relativ gleich. Eigentlich. Ich glaube, die anderen haben irgendwie Probleme mit der Map oder sowas. Was sagt Philipp da? Ja, kannst du vielleicht... Er hat ja reingeklickt. Philipp ist doch alles gut. Ich glaube, Embassy deletet sie wahrscheinlich gerade, aber ja, da wird er jetzt dann auch gleich damit fertig sein. Dato war ja auch schon reingeklickt, also. Ab geht's, ihr Loot-Team. GLHF. Ich weiß gar nicht, was ich... Ich glaube, ich will fast lieber Mitte sein. Ja. Ich auch. Das Lager ja, sollte schon Mitte sein bei uns. Na, Maya wäre schon außen gut. Außen sein, definitiv. Na, Mitte. Oh Gott, was bin ich denn hier auf dem Präsentierteller? Ich glaube, ich steinmauere mich. Oh, wait. Und Pedro meine Mitte. Ich bin aber tot. Oh, nee, wollen wir neu wieder einloggen? Zuversicht bitte, ja. Ich habe auf uns getippt. Als Einziger, oder was? Um den Teamspirit zu stärken, ja. Du bist ein guter Mensch.
Ja, ich soll an Scouts gehen, nehme ich an. Ja. Muss ich dir auch Scouts bauen, Anna, oder? Nein, wahrscheinlich. Ich hab deine Schafe gescoutet, Anna. Ja, ich hatte da gerade welche rum. Ich habe die, glaube ich, gerade erst gefunden und wir haben noch eine kleine Runde gedreht. Okay. Oh Mann, da habe ich noch Mario und dann vergesse ich das am Anfang gleich Faust. Also nicht Lumen geklickt. Ach Gottchen. Echt? Ja, aber 3 Sekunden oder vielleicht 5. Einmal ein Profispiel. Machst du doch hier. Ne, gegen Profis vor allem. Ne, Pedro ist bei uns. Ja? Ah, okay, stimmt. Hast du mir das Schaf eigentlich wieder geschickt? Habe ich nicht geschickt? Weiß ich nicht, ich bin mir gar nicht sicher, ich habe nicht mitgezählt. Ja, ich hab's geschickt, also ich sehe es nicht mehr, oder der Gegner. Eins von beiden. Ich glaube, ich hab's, also ich hab genug auf jeden Fall. Uiuiui, beide Boars ganz weit forward. Schnell loslaufen. Sind zwei Deerspots. Tu mir auf jeden Fall ein paar davon. Ja, mach mal. Ich hab selber wieder. Mann, gerne. Ich bin gegen FEB. Okay. Ist das gut oder schlecht? Weiß ich nicht, auf jeden Fall verliert er gerade einen Will. Das ist mal gut! Einen habe ich gelamed. Wenn ich jetzt mein zweites Boar noch kriege, bin ich ganz glücklich. Ich spiele Rush of Sea hier. Rush of Sea, okay. Ah, oh, das fand ich alles mit gut. Hier Teller gejammert. Ja, aber ich habe eine sehr kompakte Map. Er klaut mir das Score, ja. Ich hab's gewusst. Ich soll trotzdem Scouts gehen, ja? Ja, genau. Ja, leider nur ein Bohr noch. Besser als nichts. Das ist der Spirit hier. Okay, FAB hat rushed. What's taken rush? Okay. Oh, ich hab nen Scout, aber ich möchte warten, also, bis er vorbei ist. Ja, ist noch also einquartiert hier bei ihm. Das klingt dann eher nach Man-at-Arms. Ganz ehrlich. Er hat einen Will verloren, also keine Ahnung, ich weiß nicht so genau. Kann auch später rushed sein. FAB hat letztens auch so spät gedrushed. Weißt du, wer Pocket ist? Wer ist hier drüben? Ich weiß es noch nicht. Ich hab nichts gescoutet. Gut. Ich hab Empathy hier, als Spanier. Ja. Du kannst echt Rush FC spielen. Kannst du mal X'en sein, TC? Ich glaube hier. Den Milizen kommen? Ja. Ich seh's, ich hab seinen Scout gerade gekillt.
letzten CC gelaufen. Ja, ich komme dann zu ihm mit den Scouts, ja? Oder? Ja, ja, genau. Ich bin hier ein bisschen am Rassen. Also bei mir wird das halt ein FC mit X-Boss oder sowas ähnliches. Ich komme einfach nicht ab ohne das Spawn. Das sind 5 Milizen. Ja, ist schon okay. 5 Milizen, das ist okay. Ball deine PM-Milizen. Ja. Also vielleicht ist das 5 Milizen-Rush. Ich glaube, es sind 5 Milizen-Rush, ja. Ah, ich sehe seinen Butter. Wollt aber. Darius, oder? Okay, ich glaube, ich habe Philipp mit. Eagle fighten? Ja, mein ist eh tot, der hat nur ganz wenig HP gehabt. Jetzt wasted Scout, ne? Ja, ah, 2 Wills kriegt, ist doch schon mal ganz okay. Oh, meine nächsten Scouts kommen dahin. Nicht, was die Mitte macht oder wer sie ist. Die können zu dir weitergehen, der Rush, ich sehe ihn nicht mehr. Wo brauchst du Scouts? Ich bin fein, bei mir sind Scouts, bei mir, okay, ich bin Walt. Der Rush könnte halt. Wo ist der Rush? Da bei mir. Okay, alles klar. Ich werde ihn schon hier. Du musst halt schauen, dass du mit den Scouts klarkommst. Ja, ich bin fein, ich bin Walt. Irgendwas von der Mitte schon gesehen, Nini? Nee. Milizen alle voll HP, oder? Ja, alle. Ich hab sie nur ausgewollt. Ach du Scheiße. Ja. Ich weiß aber nicht, wie viele es waren. Ich hab 4 nur gesehen. Aber wahrscheinlich waren es 5 am Ende. Achso, in Mitte ist, glaube ich, gelb. Tattoo, kann sein. Naja. Ich hab keinen Plan. 8 Eagles. Hier sind Eagles zum Gelben. Ja, hier sind Scouts von Philipp. Ja, ich muss den Rush killen. Ja, ist okay. Keiner da. Ich komm hin. Also Mitte geht Eagles. Okay. Dann müssen wir versuchen, sehr aggressiv zu spielen, oder? Ja. Nimmt Scouts. Wo brauchst du Scouts? Muss reden, Anna. Ich bin fein, ich brauch nirgendwo Scouts. Ich bin im Moment, also grün war hier mit 1-2 Scouts, aber. Oder war ich, hab nur einen gesehen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt Scouts macht. Ja, ich seh's, ich seh's. Einen will euch nochmal kommen. Ja, ich warte dann auf Crossbow Upgrade und dann. Ja. Wo können wir vorgehen? Ich hab 55%. Einfach vorgehen, einfach vorgehen. Ich weiß nicht, ich hab's nicht gescoutet. War immer nur Death. Er hat ein Spear daheim. Okay. Ja, du musst jetzt schon langsam auf dem Weg sein, Pedro, ne? Da ist Philipp. Ich hab mich halt sehr klein selbst gemauert. Ich geh hinten rum gerade hier zur FWB. Hier auf deinem Gold. Aber das ist nichts mehr, glaube ich, ne? Nee, ich hab gleich Crossbows. Oh, er verliert nochmal ein bisschen. Tato hat kein Defense Upgrade gemacht. Raum macht Scouts. Deiner macht Scouts. Yep. Wo bist du? Da, ich fight einfach mal. Ich bin bei FB. Ich verliere wahrscheinlich. Nach mir ist es 6 ja. Scouts. Ah, ich habe alles lost und er hat noch 4 Scouts. Ich fahre gegen FEB, der hat nur Archer im Moment und 1-2 Piken. Versteh nicht, wie ich mit mehr Scouts verliere. Schlechtes Micro. Ah, die Eagles sind bei mir. Ah, shit. Sind da nichts? Warte. Ah, ich muss mal heimgehen. Hier vorne.
Ich muss meinen Tattoo verteilen, mich defen gegen die Eagles, ja? Okay, ja, Tattoo ist übrigens Inka, nicht Maya. Oh fuck, ich war Maya. Okay. Bei mir. Ja, musst überleben, ich bin schon ab. Ah, fuck. Hm, er blockt ein bisschen mein Gold, leider. Ich dachte, ich muss einen Markt bauen, ne? Du musst mir sagen, wenn sie zu mir weiterkommen. Okay, sie laufen jetzt raus bei mir und zu dir weiter. Gegen Eagles besser, Defab oder Alphab? Muss grad Mike schon. Ich glaube, Tech-Up ist ein bisschen wichtiger. Okay, Tato ist jetzt komplett hier. Ich habe richtig viel von Grau getötet. Also Grau ist wirklich hart hinten dran. Vielleicht haben sie auch gewählt. Sharp hier drauf? Ja, ich muss mich halt heimdeffen, also er ist mit den Eagles halt voll zu mir. Ja, ja. Hab jetzt unter Kontrolle, aber einige Wills verloren. Ja, du siehst, der Score ist. Wo sind Grau jetzt? Geht's nicht so gut. Ich bin keine Ahnung, ich mach gut Damage bei FW gerade. Dann müssen wir sammeln, dann können wir. Ja, aber ich krieg gerade noch ein, zwei Wills. Ja, da raus komm ich jetzt eh nicht mehr. Ja, probier nach vorne irgendwie rauszukommen. Ich komm da von Heiz. Okay, na, ich muss zu Hause cleanen. Ja. Probier dann erst zu sehen. Okay, ich kann die dann nicht mehr raus, ich mach jetzt wieder Go. Ich glaube, FWB hat nochmal 6, 7 Wills verloren. Ja, das. Ja, geht weiter auf mich. Achso, ah, die FWB ist ganz bei dir. Sag das doch, das hab ich nicht gehört. Bissi. Er geht voll auf mich. Geh nochmal heim. Okay. Okay, bei mir ist es schon sehr schlecht. Okay, Tato hat plus 2 Defense gemacht. Ja. Ah, ich sehe ihn gar nicht mehr. Naja, es hat mich, klebt mich jetzt hier vorne. Raidet mich jetzt hier zu Hause. Okay, das DM, die ich versucht habe. Also eco-mäßig bin ich mal im Hintergrund. Ja. Tut mir leid.
Soll ich jetzt mit Arschan zu dir kommen? Kann ich machen, angreifen. Ich bin gerade ist jetzt in 10 Sekunden Castle, ich kann nicht vorgehen. Ich bin gleich auf, Arschan. Ja, aber der Gegner ist sowieso bei mir und FWB hat alles gewesen. FWB hat zu Hause 10 Archer, 10 Xbox. Jungs, die Stimmung gefällt mir gerade nicht so gut hier. Ach, blau, Ne, achso, das ist Wolf, okay. Okay, lass aggressiv gehen, Pedro. Ja, auf Tattoo irgendwie vielleicht, ne? Da willst du nochmal grau. Doppelt töten. Ne, Tattoo ist vielleicht sinnvoller, ja. Soll ich mit dazukommen, das Fighten? Ich bin jetzt vor, okay, nee, ich bin jetzt. Oh, da kommt Tato. Ja, mach irgendwas, mach einfach irgendwas. Ah, fuck, ich bin hier, dabei. Philipp. Ich bin dabei. Na, vielleicht musst du doch zu mir kommen, keine Ahnung. Sie killen mir die Production. Was ist das? Also, ich kill gerade deren Nachkommen. Ich will mal in die Richtung gehen, da müsste irgendwo sein, ne? Ja, du musst, ich glaube fast. Ja. Du musst voll Ritterzeit spielen, damit ich dann auf Champs boomen kann. Okay. So, Mann. Ach, Scheiße. Ja. Ich komm zu dir. Ja, ist zu spät. Ich bin auch bei FFB. Jungs, macht weiter, hier schaut's gut aus. Campt auf dem Hügel hier. Aber glaube ich bald, ne? Ja, glaube ich auch. Na, bau mehr Stelle, Pedro. Ja. Oh, da hab ich nicht so. Da zurück. Ja. Ja, und nein, hab ich halt nicht verstanden. Na, läuft einfach durch, oder was? So, hier ist die CC verhindern. Aber tat. Jetzt waste ich einfach alles hier. Ich weiß, ne, wir sind 200 Punkte vorne im Score. Einfach weiter gut spielen. Halt die einfach da in der Ecke, bleib zu Hause, ich komme mit der nächsten Army zu dir. Bin gerade auf dem Weg zu Tado mit den Expos. Also sind wir ganz gut am Stunk machen, also. Ja, aber es ist wichtig, wenn wir jetzt Tado mal komplett. Hier, warte ein bisschen. Oh, offensive Burg vom Spanier. Geh doch zu mir ein in CCs, bitte. Nicht einfach in. Ja, ich geh doch zu deinen CCs. Was? Muss vielleicht einmal kurz zu Hause sammeln, um das da drüben zu klären. Hier, die gehen weiter, wir müssen hinterher. Hier weiter drum haben. Hm. Oh, hier will er was bauen. Burg. Ja, krieg ich nicht. Komm ich nicht mit hin. Ich nicht, ob wir ihn verhindern können. Oh, ja, mein, schaut ganz gut aus. Ja. Ich raid weiter unten. Ja. Machen die denn die Knights? Ich komm auch mit wieder mehr. Machen gut Schaden gegen Tado. Sehr gut, Jungs. Mhm. Habt ihr die Luzi? Na ja, Pedro. Campen, die Burg verhindern. Ja. Oh, Philippa, das ist Imp. Das müssen wir ein bisschen blockieren, das Gold. Also Philipp ist absolut untouched, nicht mal scouted. Ja. Kommt auch das über Armfight? Ach, der hat plus 4 Wills. Ah.
Auch eine Burg. Fuck me. Hier auf dem Hügel versucht er wieder zu bauen. Ach, wirklich jetzt. Ja, vielleicht auch nicht, aber er geht auf jeden Fall mit Wills. Was denn? Philipp hat gerade Tato gesaved. Oh, wo ist eigentlich mein dritter Goldspot? Wo ist eigentlich mein zweiter Goldspot? Hier, hier vorne. Soll ich da jetzt noch Army, die man kreieren muss? Ja, dann können wir vorgehen. Ja, ich gucke jetzt doch mal, dass ich nach innen komme langsam, ne? Ja, ja. Aber fighten vorne? Ah, da sind noch Shivas. Ja, weg. Ich renne. Das ist dann, oh fuck, die kommen auch zu mir jetzt, die Shivas. Ja, ich add mal ein paar Camels. Scheiß Monk, ich bin ab. Komm da gleich mit dazu. Tanks, dann kommen wir zusammen drauf. Das ist mein Intc. Ja, wir können zusammen drauf. Go. Oh boy. Brauch hier irgendeine Defense? Ja. Ah, fuck, haben nicht viel. Monks irgendwie snipen. Ja, ich hab gleich Abas da. Oh, fuck. Lass mich irgendwie in der TC da rein. Ein Teil auf. Nee. Serious? Ich hab gleich X-Bows da. Abas. Na, er macht Heavy Camels. Wir brauchen. Was? Naja, Trade auch bald. Oh je, Heavy Camels. Ich lass die Abas da bei dir, aber sag mir bitte an, wenn ich mit denen irgendwas machen muss. Ich bin vorne auch jetzt mit Traps ein bisschen am Pushen. Oh fuck. Jetzt bin ich von Philipp geredet. Ich bin Racer. Ja, ich war auch harte Probleme zu Hause von Tata now. Philipp hat das nicht mal gecheckt, Blin. Wenn uns so Units schenkt, dann. Ja, spiel mal bitte. Weiter, ne? Hier ist gerade, wird's gerade richtig hart für mich. Okay, merkt oben stehen gleich. Oh, die Monks!
Fuck, Mann. Ich kann wirklich Nahrung gebrauchen, wenn ihr habt. Quasi nichts, ne? Gleich. Also ich hab die meisten Monks jetzt gekillt. Komm jetzt zu dir, Nini. Das Game nicht so. Fühlt sich nicht so an, wie es aussieht vom Score her. Frag mich mal. Ich mache ja. The fucking Na, oh fuck, jetzt kommt der Inka auch hier rüber, aber ist nicht so schlimm. Pedro, ein bisschen zu passiv deine Einheiten. Wo gehen wir hin? Ah, raid mal die Mitte. Lass da noch clearen. Okay, ich sammle da mal Lightcurve und kill das. Ich würde ein bisschen Holz nehmen. Patrouillier mit den Avas in die Richtung. Ja, sag, ja, ich hab gerade die anderen Avas gedacht, die jemals. Nili würde immer noch alle Ressourcen nehmen. Mach grad Sling-Ups, dann kriegst du noch ein bisschen mehr. Okay, danke. Hier versucht er zu wallen. Lass einfach da den Grauen pushen und dann Richtung Trader gehen, oder? Ah, Tata kommt irgendwie zurück. Ah, wieder da, wieder aus Team, oder wie? Mal hier rennen. Kannst du Treppe oder sowas machen? Schau mal den wunderschönen. Ja, ja, schon, wird schon entwickelt. Ah, Paladin, okay. Guten Witzenpalas. Okay. Hier ist der Trail. Hopp, 180! So, Aspress. Aspress ist ein Limit. Nili, alles. Nimmt alles. Außer Stein. Stein brauche ich nicht. Gut, brauche ich eh nicht mehr. Holz würde ich vielleicht mal nehmen. Ja, der macht Kammerjux. Ja, das ist nicht. Vielleicht müsst ihr Scope setzen. Hier, brauche ich ein bisschen weg. Anna, ein bisschen weg da.
Oh, oh ja, ah, kann ich, komm hier nicht mehr so richtig raus. Pedro, hier die Steine nehmen und massiv Kanonentürme. Ich mache auch Sling-Upgrades und dann ballerst du mal ein bisschen voll. Aber ich bin gerade mit 50 Eagles bei denen am Raiden. Das... Ja, ich schicke X-Flame auf die ganze Zeit. Und Holz für Pedro? Nee, ich muss auch kaufen. Nee, leider nicht. Preise sind gut. Sling-Upgrade kommt auch gleich. Achso, ich spare mir halbs, ne? Die Crew brauchst du ja eh. Ja. Markt ist ein bisschen suboptimal gesetzt, aber okay. Gott, ich hab immer noch nicht alle Upgrades auf meinen Champs. Ich hab schon plus 4 auf den Eagles, wo ich schon 100 gebaut hab. Das ist recht wichtig, glaube ich. Ja, ich hatte halt so lange keine Schmiede mehr, die haben ihn irgendwie abgerissen. Ah, fuck, hier. Ein paar Eagles, meine Vordels. Ein paar. Kannst du mal Idle willst, da muss man Wood relocaten. GG, well played! Hier, oh, lief schon sehr gut einfach. Am Start. Was wir gewinnen. Super, Pedro. Na, bitte. Ja gut, wir hatten, weißt du, hatten wir Türke, Slave, Mitte war schon perfekt. Oh, also Stimmung drüben hat mir nicht so gefallen, muss ich sagen. Junge, nur am Flamen da drüben. Ich hab mich zurückgehalten, aber Tanks war am Jammern. Ja, ist auch realistisch. Ja, du hast recht, du hast alles gemacht und FEB hat auch voll auf dich gespielt. Das war ja auch wirklich Fakt, aber das war halt FEBs auch ein bisschen Fail. Er hat so viel verloren dabei zu Hause. Ey, es war überhaupt nicht Fail, dass er da in eine Kasse kommt. Ich wusste nicht, wo die Armee hin ist. Von der FB. Ja. Der All-In gespielt. Er war allerdings ja auch näher an dir als an mir fast. Wir waren ziemlich gleich weit. Ja, der entfernt. War, keine Ahnung, ich wusste, ich dachte, der kommt Richtung mein Gold. Da hatte ich auch meine Armee. Aber der ist dann von der anderen Seite zwischen von Pedros Richtung gekommen. Ja, Pedro ist schuld. Keine Ahnung, wie der unten herumlaufen kann, ohne dass irgendjemand macht. Es fühlt sich schon so an, als sehr schlecht aus. So. Ja, und, ja, ja, sehr schlecht aus. Als dann Chevas kam. Philipp hat ja auch bei euch gespielt, oder? Hm? Ja, nö, erst Anfang Imp. Erst Anfang Imp. Also zumindest bei mir. Weiß ich auch nicht. Also FEB hat halt so ein All-In auf Tanks gespielt und. Ja, auch noch genau. Ja, deswegen waren halt einfach beide außen dann quasi tot. Und naja, hier lief es gegen Empathy schon sehr, sehr. Sehr, sehr gut. Ja, ich hab auch ein bisschen mitkillen können. Eigentlich habe ich mir das schlecht verteidigt. Ich bin halt mein Gold irgendwie einwollen müssen oder so. Da recht lang vom Gold abgehalten, das hat nicht so geschmeckt. Aber da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, dass hier von der Maya Mitte oder von der Atzen, von der Meso Inka. Von der Meso-Mitte dann Eagles gespielt werden, das Wer hat Eagles gespielt? Ja. Ja, aber ich war halt komplett gemauert. Ja. Die Minute 0.